Jetzt bin ich gespannt, ob der Rafi den Kleider zuerst entdeckt oder ich. Nerton, moin! Hallöchen, na? Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so hinkomme. Also ich würde jetzt halt nach da laufen, ne? Der Rafi ist jetzt wieder bei unserer Absturzstelle. Komme ich nicht hoch. Doch, da komme ich hoch. Einfach nicht hingucken, Leute. Einfach nicht hingucken. Ey, irgendwann werde ich hier im Berg sowas von krepieren. Weil ich hier die Gams Bock mache. War ich nicht jetzt schon bei der Stelle Wandepaddel und ich vorhin nicht da? Wir werden es gleich sehen. Haltet die Augen offen, Leute, weil ich gucke überwiegend fast nur auf mein GPS. Ich weiß überhaupt nicht, was vor mir liegt. Es gibt drei Höhlen auf dem Berg und jetzt gehe ich zur dritten Höhle. Angelika Fisch, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Den Gleiter suchen wir im Moment. Jetzt wird der Gleiter gesucht und später noch das Fernglas. Nadine? Ja. Ich hab ihn. Also doch bei unserer Absturzstelle, oder was? Keine Ahnung. Komm hier hin. Ich hab ihn noch nicht eingesammelt. Ich komm zu dir. Was ist denn das für eine komische Stelle? Wie viele Kleider liegen da? Ja? Wie viele Kleider liegen da? Wie Kleider? Kleider. Kleider. Gleiter? Also ich sehe nur einen. Wie viel einen. Flugzeug? Ja, das meine ich ja. Ich weiß halt nicht, ob Steffen, wenn sie den einsammelt, ob dann noch einer da liegt. Ich habe keine Ahnung. Ja, normalerweise ist es so wie bei der Axt oder wie bei allen anderen Gegenständen, dass wir die alle zusammen aufsammeln können. Du siehst den und ich sehe den aber auch. Ich weiß nicht, ob wir hier uns eine Markierung machen können. Meinst du, dass der immer wieder nachspawnt oder was? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch mal in Rafis Richtung. Ja, du hast es ja nicht weit. Ich mache mal eine Markierung hier. Machen wir ein Herzchen.
nicht hingucken. Hey, das sind ja, aber auch. Ja. Ich bin beim Helikopter. Nein, hier auf der. Ja, du kannst ja etwa kurz da, wo ich bin, ist der gelandete Helikopter. Achso, im Wald. Weil hier oben ist ja noch einer. Oder soll ich nicht runterrutschen? Ja. Nee, ich gehe runter. Oh Gott. Den Gleiter gibt es mehrmals auf der Map, Keeper. Oh, ich bin fast tot. Nein. Und WB? Ach, hör auf. Bist du im Schnee oder bist du noch im Grünrasen? Also das hier ist die Grenze vom Schnee. Ich bin auf einem Felsen. Ja, ich tue mich gerade noch hier drüber umgucken, was geht denn? Ja, warte, wir haben den Gleiter gerade entdeckt, Keykeeper. Ich muss eben mal kurz dahin gehen. Der ist also ganz in der Nähe gewesen von unserer Absturzstelle. LOL. Aber warum? Warum da? Wir sind ja auch Zelte. Aber da waren wir noch nicht, ne, bei den Zelten. Gibt's hier auch Ausgrabungen? Keine Ahnung, ich sehe hier nichts. Wo ist er da rein? Was? Wo ist was? Der Gleiter. Siehst du ihn nicht? Nein. Hier? Nein, da ist keiner. Bei mir. Echt nicht? Bei mir ist ja einer. Der Gleiter! Bei mir ist keiner. Jetzt habe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt hat die Chefin ihn aufgenommen. Ich auch. Raffi hat ihn aufgenommen. Oh, bei mir, guck, ich kann hier. Ich kann nichts aufnehmen. Wie fliegt man jetzt? Bevor ich dir eine falsche Position gebe, gibt es eher aber noch ein grünes Gebiet. Ich gehe mal kurz raus, weil ich habe ja 10-mal Virginia auf der Map. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch mehrere Orte, wo es den Gleiter gibt. Wenn, dann ja, müssen wir an anderen Orten mal gucken. Ich habe hier oben an dem Zelt abgespeichert. Okay. Mal gucken. Mhm. Okay, Chefin. Leute, und wie fliegt man jetzt damit? Chefin, ja, wie im Alten. Du guckst jetzt mir zu, ne? Geronimo! Yippie! Nicht W drücken, S drücken, Chefin. Es. Ich habe eine linke Maustaste gedrückt. Ich speichere erstmal. Oh Gott. Ich bin frei wie ein Vogel. Ich werde sterben. Ich bin so schnell. Also erstmal nach oben gucken, oder was? Nach oben gucken und S drücken, ja? Kein W. W ist Absturz. Also einfach abstürzen und. Aber mit W gehe ich nur nach vorne. Oh, das ist wieder dieser Mist hier. Oh Gott. Also, hat mich gefreut mit euch. Ciao, Kakao. In welche Richtung muss ich eigentlich? Ja, da wo er ist. Ja, hier da zu dem See. Ja, doch. Ich bin genau beim Turm. 3 in Error. Oh Gott, ich hab Angst. Als ob, jetzt komm. Huch, Virginia ist ja hier. Schatzi. Wieso bist du auf einmal hier?
Ja, weil die mir gefolgt ist. Ja, siehst du. Jetzt ist der Kleider bei mir auch da. Okay. Ja. Ich fliege! Ich fliege. Hey. Oh, wie schön. Kann ich immer höher mit Estern, oder was? Ja. I believe I can fly. Oh, da ist unser Turm. Und mit W geht's runter. Sturzflug in den See jetzt, oder was? Achtung! Du konntest den nur ablegen. Alter, der Wind bläst aber ganz schön. Er bläst. Alter, ich will ein Foto von oben machen, von unserer Base. Alter, wie geil. Krieg ich die komplett drauf? Ja. Oh, Leute, wie cool. Vibriert aber auch ein bisschen. Kann man dich essen als Vogel? Oh, jetzt wird's dunkel. Ja, ich würde mal hier oben schlafen. Ich sehe ja gar nicht noch mein Fieber. Lande auf dem Turm. Oh Gott. Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Wo bin ich eigentlich? Ich bin eigentlich in die Tiefe gegangen. Mit W, nicht mit S. Ja. Dann lass einfach los. Sturzflug. Kann ich sterben? Guck einfach hier. Oh nein, mein Gleiter ist im Wasser. Komm, Gleiter, komm zu mir. Okay, man kann nicht sterben, wenn man mit dem Gleiter abstürzt, übrigens. Ich will nicht wissen, wie das aussah gerade, ey. Ja, und jetzt? E. Oh, dieser Gleiter. Jetzt kriege ich aus dem Wasser nicht raus. Doch, hier. Ich habe einen Gleiter! Wir brauchen einen Paraglide-Parkplatz. Ein Paraglide-Parkplatz brauchen wir jetzt. Chefin, du hast übrigens was vergessen. Was denn? Endgame! Ein was? Endgame? Ach so. Hast du nicht geschrien gerade? Endgame! Nee, Endgame. Endgame ist es ja jetzt noch nicht. Warum sind hier schon wieder. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen, wie sie da drauf gekommen sind. Endgame ist es ja noch nicht. Weil erst brauche ich mein. Erst brauche ich ja mein. Mein Binoculars. Ach so. Ja. Da ist man einmal rauchen, sie hat den Gleiter, genau. Dingsbums Endgame, genau so sieht's aus, ja. Hey du Saftsack, jetzt komm her! Deinen blöden Schädel auf den Kopf. Fisch collected.
essen. Aber ich finde es sau interessant, dass aus dieser virtuellen Son of the Forest Karte, von der ich ja auch schon abgelesen habe, dass da der Gleiter noch nicht markiert ist. Also man kann sich noch nicht spoilern lassen, groß. Und warum sind die ganzen Ständer weg? Ständer. Welche Ständer? Die Essensständer. Ja. Die stehen doch alle hier. Wieso macht die rohe Fisch nichts? Ja, das ist ja Sushi-Shark. Sushi. Sushi. So, und jetzt holen wir uns mit dem Gleiter. Mit dem Gleiter holen wir uns jetzt noch die, es ist das deutsche Wort, Fernglas. Wo muss man da hin? Nordwestlich. Also die eigentlich dieselbe Norden, Richtung, oder nicht? Nur nach Nordwesten der Karte. Ganz im Norden, am Strand. Also am Berg vorbei und dann... Wir nutzen jetzt unseren neuen Springturm. Geil. Springturm. Springturm. Oh. De. Warte mal, dass du auch... Jetzt fliegt er schon. Entschuldigung. Wo fliegst du jetzt hin? Nach Norden, ne? Ja. In Richtung... Links neben der Höhle, ne? Im Norden. Ja, irgendwo nach da. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Okay. Warum fliegt da gerade ein Fisch? Ich habe fliegende Fische gerade bei mir. Die fallen gerade vom Himmel. Also ich weiß nicht. Kriegt man einen Drehwurm. Und go! Wieso fliege ich nicht? Ich fall runter. Ich habe aber S gedrückt. Ich habe gar nichts gedrückt. Der hat von selbst die Flügel gemacht. Braucht man Anlauf vielleicht? Nein. Fliegende Fische, ganz normal. Ja, in der Super Mario Welt, Aline, da gibt's fliegende Fische, gell? Fliegende Kühe habe ich schon nicht gesehen, ja. Da kommt ein Paddel geflogen. Kommt ein Paddel geflogen. Es ist kein Vogel. Es ist kein Flugzeug. Es ist Super Paddel. Läufst du? Ja, ich muss laufen. Warum? Weil. Ey, ich krieg das Ding nicht hochgezogen. Mein Gleiterflug zu Ende war. Ich muss halt wieder auf den Berg. Ich krieg das Ding nicht hochgezogen, Leute. Es tut mir leid. Ich flieg runter. Ja, du darfst auch nicht. Du musst ja mit dem Wind arbeiten. Auftrieb und Abtrieb. Oh, kennst du das? Jetzt bin ich im See gelandet. Du darfst halt nicht zu weit nach oben neigen, weil sonst stürzt du ab. Du darfst halt gerade bleiben. Und Chefin weiß nicht, wie man fliegt. Rafi, sagst du mir, wenn ich richtig bin? Ja? Was soll ich sagen? Sagst du mir, wenn ich da bin? Hä? Was soll ich dir dann sagen? Ich weiß doch nicht, wohin. Ja, irgendwo nach da. Da, wo du fliegst. Irgendwo dahin. Irgendwo. Da hätten wir jetzt eine Umfrage mal starten können, Leute. Da hätten wir jetzt mal eine Umfrage starten können. Wie oft muss Chefin noch anfangen zu fliegen, bevor sie richtig abstürzt? Ja. Übrigens, wenn du nach unten fliegst wie Batman, dann wirst du auch schneller.
Was war der Markierungspunkt von dem Fernglas? Ja, irgendwo hier im Norden. Keine Ahnung. Also nur ganz kurz auf S drücken, ja? Nein, du musst darauf achten, dass du genügend Geschwindigkeit hast und nicht zu weit nach oben gehst. Ja, also kurz nur noch S. Wenn du abbremst, indem du S drückst, weil dann machst du ja die Neigung von dem Gleiter nach oben, dann bremst du auch ab. Also nur einmal kurz mache ich jetzt. Okay, ich springe jetzt aber auch hier auf Jump, ja? Weil du kannst nämlich, wenn du einen Sturzflug machst, da kannst du die Geschwindigkeit für nutzen, um wieder ein bisschen nach oben zu fliegen. Ich bin tot. Wow. Das ist einfach tot. Nadine muss Batman The Dark Knight spielen. Dann kann sie fliegen. Scheiße. Weil das ist hier nicht anders. Hallo Lotte! Oh nein. Eieiei. Einmal mit Profis. Also springen darf man auf keinen Fall, Leute. Denkt dran. Ihr dürft auf keinen Fall springen. Wo ist das? Links von dir. Links. Also links auf der Karte. Ah, da hinten bist du. Und irgendwo hier müsste dort sein. Ich weiß aber selber gerade nicht wo. Ihr dürft auf gar keinen Fall springen. Hä, ich bin aufgestürzt. Genau, und dann denke ich, musst du. Nee, deswegen bin ich ja abgestürzt. Und dann richtig mit Anlauf, ne? Ich bin gesprungen und der hat von selbst die Flügel ausgebreitet. Gib dir einen Besen. Ich glaube, Chefin, du bist so hoch, du brauchst kein S mehr drücken. Ich muss jetzt erstmal meinen Gleiter wiederfinden. Wo bin ich denn gestorben? Sie... Da. Also, ich renne jetzt einfach und drücke dann S. Nee, gar nichts drücken erstmal. Erstmal nur gleiten. Aber nicht auf W. Du darfst ja nicht auf W bleiben. Na, du sollst gar nichts drücken. Der gleitet von alleine. Ach, vielleicht lag es an meinem Navi, dass ich das in der Hand hatte. Navi, ich komme. Ich hab das Fernglas. Hey. Komme. Oh, hier ist ein Paddel. Wo ist das Fernglas? Da, auf dem Kanu. Hallo Mirko, herzlich willkommen. Ja, ich mache ohne Fern, ohne GPS mal. Ja, ja. Und ich renne jetzt einfach los. Ich renne jetzt. Es wird nicht langweilig, nee. Steffen, da wo die ganzen Kanus sind, ist das Fernglas. Wo wir die Virginia. Es lag bestimmt am GPS. Weil jetzt geht's auf einmal. Kannst du ja einen Sturzflug machen. Und wenn du dann wieder S drückst, dann gehst du ja wieder hoch und bist wieder ein bisschen langsamer. Aber so kannst du Endgame! Die Höhe beibehalten. Angelika, herzlich willkommen im Chat. Jetzt sind wir im Endgame, Leute. Ja, Mann, Wally, Endgame. Ich sehe nur gerade, ich habe kein Leben mehr. Wenn ich jetzt abstürze, bin ich tot, ne? Das ist voll kein Leben. Endgame! Ich finde es voll geil, dass die hier ein Dings gemacht haben, einen Gleiter mit hinzugefügt haben. Voll geil. Und hier auch ein sehr schöner Platz zum Bauen, ne? Was ist das Fernglas? Endgame!
Okay, party people in the house. Ja, Mann, Hexe! Ihr mitgefeiert! Oh, da hast du gebaut, Kiki. War schön. Ist ein einfaches Fernglas. Ja, ich denke auch nicht, dass wir das groß benutzen werden, oder? Kannst so ein bisschen zoomen, aber sonst... Wie bei Raft, weißt du, so sinnlos Feuerwerke. Sinnlos Feuerwerk. Wuchsgang und Wanni. Wow. Hast du gelesen, Chef? Ich habe den Platz für den zweiten Gleiter gefunden. Wo denn? Besser haben als brauchen. Gustav. Jojoba. Ah, guck mal hier, da ist auch das große Lager. Jetzt müsste das alles zurücklaufen, oder was? Ich überlege gerade, wie ich hier steigen kann. Es schneit, Struppi! Muss man ja irgendwo eine erhöhte Position haben. Zurück zu bleiben. Der Rafi geht da hier drüben an die Klippe. Juhu! Wie, man kann jetzt auch Champagner trinken. Habt ihr schon mit den Haien gebadet? Ja, aber der Hai hat mich schon nett gebissen. Das ist im Moment mein Problem. Da ist er! Da ist er, Leute! Da ist er! Oh, ich brauche ganz dringend Heilung. Muss ich den jetzt abstellen, damit ich an mein Inventar kann? Nee. Ja, das hier. Der lässt den dann fallen. Ich dachte, du stirbst. Oh, danke schön, Keykeeper. Mega. Und hier gibt es auch Schildkröteneier. Juhu. Eier, wir brauchen Eier. Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. This can be healed. Healty. Ja, ich habe gerade hier wieder eine Dose getrunken und wie immer kam das. Ach, weil du so und so viel Energy schon getrunken hast. Energy. Red Bull verleiht Flüge. Steam ist gerade down, zumindest gehen keine Downloads bei mir. Okay, Shark. Und hallo Udo. Also hier gibt's keine Schildis, ne? Hey, Steffen, kannst du mich aufheben? Irgendwie hat er gerade meinen Kleider losgelassen. Ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Hinter dir. Ja, Son of the Forest, genau, Keykeeper, ja. Viel Spaß im Lurk, Hexe. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sturzflug. Ach so, ja, na klar, namenloser. Oben im Norden, wenn du die Karte auf hast, oben im Norden ist eine Höhle und links davon, hier an dem Eck, gibt's, oh doch, da ist eine Schildkröte. Hier sind einige Schildkröten. Das Ding ist schon halb voll. Ach so, Entschuldigung. Ach, der Rafi ist schon bei. Hab ich vergessen, Entschuldigung. Kein Verlass auf die Chefin. Aber echt. Hier gibt's diese Schiffe da, diese, na, ich weiß schon, Kanus. Aber hier gibt's auch eine Klamotte. Hallo Kondor, Hallöchen.
Na, wie geht's dir? Oh, nein! Ich esse gerade Schildkröteneier. Nom, nom, nom. Da sind Mini-Schildis. Und ich habe ein Ei gegessen. Nein! Und Evil Hope, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich habe ein Schildkrötenei gegessen. Ich will kein Eier. Chefin ist wie ein kleines Kind. Egal, ob irgendwas am Boden liegt oder nicht, sie steckt es sich immer in den Mund. Ja, guck mal, da sind Eier zerbrochen. Die kleinen Schildis sind jetzt auf dem Weg ins Wasser gegangen. Seht ihr nicht die zerbrochenen Eier auf dem Boden liegen? Nö. Hä? Wo? Ich glaube, ich habe noch keinen Vogel gegessen. Guck mal, der Vogel ist ein... Eier, wir brauchen Eier. Tigero, hau alles raus. Jetzt hat er mir die Möwe verjagt. Zeig mir deine Eier. Siehst du hier Eier? Ich sehe keine. Warum seht ihr denn keine Eier? Ich esse jetzt rohen Vogel. Rohen Vogel? Rohen Vogel, ja. Ich glaube, da hast du einen Vogel. Hat's geschmeckt. Also ich so, ja, es tut mir auch so leid, Leute. Aber ich möchte meine Errungenschaft haben, alles schon mal in diesem Spiel gegessen zu haben. Habe ich Schildkröte schon gegessen? Also rohes Fleisch habe ich gegessen. Ich weiß nicht, ob ich halt gekochtes Fleisch schon gegessen habe. Das weiß ich halt nicht, ne? Rohes, getrocknetes und gekochtes Fleisch. Doch gekochtes hatten wir auch schon gegessen. Und genauso auch Fisch. Roh, gekocht. Hier sind so viele Schildis, aber ich sehe keine Eier. Hallo Diok, juhu! Ja, Federn haben wir schon genug. Federn haben wir schon genug, Gabriel.